Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy. Erste Aufnahme seit anderthalb Monaten, kannst du sagen. Ich bin jetzt vollkommen raus. So, folgendes. Ich habe so ein bisschen geguckt, okay, wie mache ich weiter? Ne? Im letzten Part war ja noch die Frage, okay, was machen wir? Ist ja schön, wieder Final Fantasy aufzunehmen. Folgendes. Ich glaube, da werden viele fluchen. Und ich werde es auch noch machen. Ich werde mir jetzt einen goldenen Schokobo holen. So einfach. Und ich habe halt alles vergessen, Steuerung und alles und... Die Dinger musste ich morphen, richtig? Umgewandelt in Schutzring. Das heißt, ich morph jetzt nur mit ihr weg, richtig? Oder haben die nicht gut EP? Ach nee, jetzt bin ich bei den Zauberkesseln, okay. Ja, so ein bisschen. Viel los und jetzt halt erstmal Final Fantasy auf dem Laptop aufnehmen. Okay. Dann morphen wir auch nochmal. Genau, und das sollte dann auch schon passen. Könnt ihr auch gerne nochmal Feedback geben vom Sound her, wie das passt, weil ich ist jetzt auch wieder so ein bisschen andersrum. Ich habe so ein bisschen auch die Sensitivität verstellt. Zwar mit demselben Mikrofon. Aber mit dem Spielsound, ob euch das so angenehm ist. Ja, hier ging es nicht runter, da hinten. Oh, ich habe auch den Sound vermisst. Schön. So, hier ging es runter, genau. Ich würde jetzt nämlich... ich habe mir die Guide durchgelesen, wie man den goldenen Schokobo sich besorgt. Und das, ich werde so oft noch fluchen. Na, wer weiß. Aber das Ding ist halt, also... sehr gefährlich war ja eher dafür, dass wir das überspringen. Bin ich hier richtig? Was ich auch absolut nachvollziehen kann. Warte mal, da nach oben konnte ich nicht, ne? Aber so ein bisschen ist halt, wenn ich das jetzt nicht mache, würde ich es nie machen. Das ist halt so, ich würde schon gerne es mal ausprobieren. Ah, hier hoch. Okay, perfekt. Perfekt. So, ich habe mir auch nochmal die Kommentare von den letzten 10 Parts durchgelesen, auch wenn wir davon schon vieles eingebaut hatten. Siehst du, können wir hier mal reinheilen. So. Gimmerschlag. Und morphen. Weil so richtig Einigkeit war ja auch nicht, ob ich jetzt schon zu den beiden optionalen Weapons gehen kann. Oder nicht. Wäre eigentlich auch interessant, das auszuprobieren. Bloß probieren wir es mal mit einem goldenen Schokobo. Dann würde ich mir einen goldenen Schokobo besorgen, dann in die Gold Chaussee. Mal sehen, mit einem goldenen Schokobo, ob wir es durchziehen. Aber wäre eigentlich schon... Eigentlich habe ich bisher alles, was ich mir vorgenommen habe, durchgezogen. Glaube ich zumindest. Der Gedanke zählt. Ist ja schön, wieder aufzunehmen. So. Ja, weil meine Freundin hat eine kleine Tochter und die bringt halt leichten Schnupfen aus der Kita mit und ich bin da fast am Sterben. Ist halt so krass, was so Kinder für Krankheiten mitbringen. Ne, und sie so ein bisschen am Hüsteln und ich liege dann erstmal richtig schön flach. Naja, war halt auch im Dezember so Jahreswechsel und dann bist du hier nochmal nach Hamburg gefahren. Ne, dann auch einiges getrunken und so. Dann halt mit der Erkältung, dann wieder gearbeitet, viel auch draußen gemacht und dann wurde eine Bronchitis draus, dann die so ein bisschen wegignoriert, dann hat sich die verschleppt und naja. Obwohl das Immunsystem eigentlich gut war, aber irgendwo ist dann auch nicht so das Wahre gewesen, ja. Dann hatte ich halt wirklich einen Monat keine Stimme, weil, ne, kam die Erkältung, dann wurde das so langsam wieder besser, dann wurde eine Bronchitis draus, dann noch eine kleine Lebensmittelvergiftung, dann kam die Bronchitis wieder und hat sich über einen Monat alles gezogen. Ja, und dann jetzt, ne, wo die ganzen Parts kamen, was ich werde es jetzt so machen, glaube ich, alle 14 Tage, nachdem ich ein Projekt abgeschlossen habe. Also zum Beispiel, wenn wir das jetzt so in 3-4 Monaten abschließen mal, werde ich das Ganze dann auch 14 Tage danach die gesamten Parts davon bringen.
Heilen will ich anscheinend nicht. Könnte man nicht hier noch schön sinnvoll morphen? Ah, das ist ja ewig lang, der Weg zu den goldenen Chocobo, ne? Aber es würde halt passen, wenn ich eh zu Gold Sorcerer gehe. Wechsellimmel, Typersprung. Sehr gut. Sollten sehr weg sein. Bitte nicht umfallen, Sid. Ja, schön, ich habe schon ausprobiert hier, hatte ich auch schon im Ape Escape Part, glaube ich, erwähnt. Kommt leider nicht so gut an, Ape Escape. Dass ich auf den Laptop umgestiegen bin und ich habe auch schon ausprobiert mit einem PC SX2 oder wie der Emulator heißt, wie die Performance ist bei God of War 2, was ja mit so das anstrengendste ist von den PS2-Spielen, zumindest für den Prozessor. Wollte ich mal gucken, okay, wie klappt es von der Auslastung, weil ich wollte einen Laptop haben, der PS2-Spiele in 4K flüssig abspielen kann und auch aufnehmen kann. Und da war der nicht mehr im Ansatz ausgelastet, also das war wirklich sehr angenehm. So, warte mal, Objekte waren das, ne? Ich könnte aber auch einfach heilen. Ne, komm hier, nehmen wir Heat-Tränke. Vervielfältigen, den Kommentar hatte ich jetzt auch nochmal gelesen. Sollten jetzt aber ja bald raus sein, ne? Was hier hoch? Ja, ne? Na. Und so ein bisschen das Nebenbei-Leveln sollte auch gehen. Ja, ne, ich würde mich ärgern, würde ich jetzt das Spiel abschließen und das mit einem goldenen Schokobo nicht mal probiert haben. Wenn ich den hab, Gott sei Dank das Ganze. Weil durch den goldenen Schokobo kriegst du ja Ritter der Runde oder wie das heißt. Was mir ja sehr zu Vorteil kommen wird. Und wenn ich dann noch das in der Kölsch des Jahr habe, kann ich ja wirklich wahrscheinlich einfach durchmarschieren und dann auch würdevoll dieses Blind Let's Play abschließen. Ja, das wäre so der Hintergedanke. Ich werde mal gucken, ich werde jetzt hier nur 2-3 Parts aufnehmen. Okay, ne, hier gab es anscheinend nur die Kiste. Ne, dann gucken wir mal. Ah ja, okay, super. Das ist alles lange her und deswegen muss man gucken, wie ich das bei Final Fantasy 8 mache. Block hier, um zu springen. Und zu den, ich habe ja überlegt, ne, ob nicht Livestreams mit dazukommen werden. Müssen wir alles mal schauen, wie das weitergeht, aber wie kam ich hier hoch? Das war falsch. War ja richtig falsch. Also leveln wir nochmal ein bisschen, das ist so schlimm. Soll ich die Kommentare jetzt nochmal mit reinbringen? Ja, und dann kommen wir danach zu der Schokobo-Zucht. Wäre das Ganze abgehandelt? Das, ja doch, das ist ein Plan. Bis ich hier eh irgendwie rausgekommen bin. Genau. Ich werde, glaube ich, jetzt die überspringen von den alten Kommentaren, die sich auf den alten Wald und so bezogen haben, womit ich ja schon durch bin. So, und hier dann wieder hoch. War aber der richtige Weg, ja. Oder? Warte. So, Absturzstelle von Ultima Beppen. Okay, genau, alter Wald. Gehst du irgendwo hin, du Verräter, war genau die richtige Antwort. Kenne niemanden, der den mag, war bezogen auf, hier, Sid, ne? Ich würde die Substanz zweimal stark leveln und dann mit Yuffie Cloud, je nachdem, wer mit der besten Waffe mehr Schaden macht, in die Beta-Arena gehen, um Omnistark zu besorgen. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Sehr gefährlich, hat hier die Anleitung nochmal zum Vervielfältigen mit reingeschrieben, wo ich auch nochmal drauf zurückkommen werde. Vielleicht auch für die Statuseffekte, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube aber, wenn wir das wirklich mit einem goldenen Schokobo machen und dann auch nochmal Schokobo-Rennen haben, wo ich auch richtig Bock drauf habe, ist das nicht unbedingt nötig, dass ich mir die Status-Dinger erschiete.
Wie bin ich denn hier gerade hochgekommen? Hier die Höhle, glaube ich, ne? Ja, sowas. Also, was nerven ist jetzt übertrieben, aber sowas. Wie bin ich denn gerade hier hochgekommen? Sowas nervt mich, dass ich die Sachen, die ich alle schon mal wusste, jetzt durch diesen langen Zeitraum nicht mehr weiß. Weiß aber noch nicht, welche Taste genau. Genau, ne? So, okay. Das waren alles Sachen, die waren schon gewesen. Und vielen Dank auch, dass ihr so treu auch dabei bleibt. Was auch nicht beim Let's Play-Kanal jetzt auch nicht zu erwarten wäre. Und also es gibt halt so viele, die Let's Plays machen und das wäre, also ich weiß das auf jeden Fall zu schätzen. Besonderheit ist natürlich, dass ich die Dinger wirklich zum ersten Mal spiele und auch keine wirklich großen vorartigen Infos habe. Bin ich jetzt absolut bescheuert? Ja, sag mal. Na gut, wir leveln nochmal. Genau, das ist schon neun Parts her, aber da hat er sehr gefällig geschrieben, wenn du meinst, dass du stark genug bist, kämpfe gegen Emerald und Ruby-Weapon, wirst du nicht den Hauch einer Chance haben. Ich werde jetzt hier nicht morphen, um mich auf die Kommentare konzentrieren zu können. So, okay, das auch alles abgeschossen. Das war Part 114. Sid ist aufgestiegen. Mit Sid, ein paar Limits sollten wir noch freischalten am besten, ne? Das war auch noch ein Ding. So, warte mal, von hier bin ich hier hoch. Von hier bin ich hier hoch. Ich muss ja hier hin. Ich muss hier hin. Ich muss von hier hier hoch. Wie war denn das nochmal? Wollt ihr mich jetzt irgendwie... Diese Kämpfe gar nerven. Genau, der alte Wald wäre wirklich das nächste, was ich dir empfehlen würde. Den haben wir ja abgeschlossen. Dann mit Yuffie in, der Arena kämpfen für Omnischlag und zweimal Aufruf. Wenn man gibt dir zweimal Schlag. Und die Weapons vor dem Endboss zerlegen, weil du nicht mehr zurückkommen kannst. Ist jetzt Waffe holen, die haben wir ja schon geholt. Bei den Batmans wäre auch hilfreich. Ich glaube, die haben mal geholt. Hat dann im Endeffekt geschrieben. Genau, sehr gefällig hat er auch nochmal geschrieben. Wenn du den Endboss im Nordkrater besiegst, ist das Spiel vorbei. Die Batmans musst du gegebenenfalls vorher machen. Ich war doch gerade schon weiter. Wo ist denn mein Problem jetzt gerade? Ich dachte eigentlich, ich hätte jetzt ein bisschen Entspannung gelernt, aber... Ja. Ich war eben hier oben. Wie bin ich da hochgekommen, verdammt nochmal? Hä? Wie bin ich denn gerade da hochgekommen? Insofern du den Doppelschalt Master hast, gewisse Items vervielfältigt deine Limits. Ach, ist mir jetzt egal mit von hinten. Deine Limits aufwertest, kannst du gegen die Beinnetz im Battens bestehen. In kürzester Serkat zum Battlesquare für 32.000 verdiente Punkte Clouds wird das Limit gewinnen. Deswegen müssen wir das unbedingt nochmal. Genau. Was immer von hier kam ich da hoch.
Was ist eigentlich die Substanzhöhle? HP, MP? Wird doch da irgendwie vertauscht, ne? Waren wir da jemals drin? Ist die so unwichtig oder was? Dass wir dann nicht drin sein sollten, waren, wären? Okay. Genau, da geht's um die Limitstufen. Genau, sehr gefährlich, hat noch geschrieben. Gute Levelpoints für die Limitstufen sind die Metriumine nach dem Sumpf mit der Dinge passieren. So, ich werde jetzt hier reingehen und komme da hier hoch. Das ergibt einfach alles keinen Sinn mehr. So, ich muss da unten rein. Ach, war es das? Muss da rüberkommen, richtig? Ah. Ich war doch. Okay. Naja. Ich versuche das Let's Play nicht mit Absicht in die Länge zu ziehen. Auch wenn das mir nicht glaubt. Genau, die Metriumine nach dem Sumpf mit der Schlange und zwar genau im Screen nördlich, wo du die Tux getroffen hast. Dort tauchen mindestens 4 Gegner auf einmal auf und eben auf dem Schneekontinent am Baumstamm kurz vor der vergessenen Stadt. Da weiß ich noch, wie sehr gefährlich das geschrieben hatte, da mit dem Baumstamm. Ich weiß zumindest, wo das war. Das war ja die Stelle mit Iris. Hier kam ich doch eigentlich hoch. Ja, okay. Aber alles easy. Alles easy. Wie bin ich denn von hier wieder runtergekommen? Durch Dummheit und Fahrlässigkeit oder was? Diese Kämpfe kommen genau immer zum falschen Moment. Fahren wir drauf. Die beste Ausrüstung ist das Mistil. Und bekommt man, wenn man an der ersten Gabelung nur Tiffer nach rechts schickt und wenn man dort selbst lang geht. Also insgesamt 2-mal. Genau, und Tiffer hatte ich, glaube ich, nach links geschickt. Dadurch habe ich das nur 1-mal. Mithril ist etwas anderes und hat mit Iris auf CD1 zu tun. Das wäre ihre ultimative Waffe irgendwie gewesen, ne? Yuffie ist aufgestiegen. Siehst du, also ist jetzt nicht so sinnlos, was ich hier mache. Ich will einfach das Grinden gut verpacken. Wie komme ich hier verdammt nochmal hoch? Ah. Ja, ist okay. Sehr gefährlich, hatte geschrieben, in den Guide steht nichts von schnell speichern. Respektlos. So. Da steht hinaufklettern. Okay. Ja, hier müssen wir richtig sein, ne? Ich wollte nur noch mal ein bisschen leveln, damit ich mich in der Kampfarena dann nicht blamiere. Selbstdrehend. So, das waren die Kommentare zu Part 115. So. Genau, grinden nur im Sumpf, hat er sehr gefährlich noch geschrieben. Obwohl der Weg ja das Ziel ist, ne? Ja, mit dem Tomberry ist ganz interessant, ne? Ein relativ seltener Charakter, den du ja hier irgendwie antriffst. Irgendwo hier in dem Bereich und glaub nur im Sumpf, ne? Und eigentlich ist er selten, aber bei mir kommt der halt wirklich ohne oder Karma ohne Pause. Was ziemlich interessant ist. Gibt's da irgendwie eine Mechanik dahinter, die erklärt wird? So. Nick hat geschrieben, wünsche euch schöne Weihnachten. Vielen Dank. Ich mache das auch ein schönes Fest. Deswegen, man sieht, wie, ja, wie lange das bei mir leider alles ja ist. Dein Manek auch frohes Fest nochmal. Nimm Shark bei Sid raus, damit er den Firma Shark auch ausführt. Dadurch killst du auch mal Gegner mit ihm.
Das damit geht hoch. Hat er jetzt gemacht, ne? Das muss ich jetzt mal gleich gucken. Hab mich jetzt nicht wirklich auf die Kämpfe konzentriert hier gerade. Ich brauche ja Kohle, ich habe bis zu Kohle gefahren. Soll hier springen, oder? Ne, doch hier. Ja, ist ja schön wieder aufzunehmen. Stimme war gerade noch vor ein paar Tagen weg. Ja, war eine normale kleine Erkältung. Hat das ganze letzte Jahr zweimal eine Erkältung? Das ist so deprimierend, wenn du halt schon zu Hause bleiben musst, dann halt nicht mehr aufnehmen kannst. Weißt du, wenn du aufnehmen könntest, dann wäre es ja sinnig. Also war halt blöd. Achso, ich habe wieder nicht geguckt, ne? Ja, man, er macht gar keinen Firmaschlag, aber ich... Naja. Ich warte mal Speicher hier. Damit ich zumindest das nochmal sehe mit... Falls wir jetzt direkt oben sind, aber glaube ich nicht. Wie das mit dem Firmaschlag... Warum? Wenn ich hier nach links rauslaufe und weiter nach links drücke, warum läuft er zurück? Habe ich nach rechts gedrückt? Ist das okay? Ja, okay. Dann klappt auch, sehr gut. Geister der vergangenen Weihnacht. So, jetzt probieren wir das Ganze mal aus. So, Yuffie, komm, Yuffie, morph nochmal. Okay, so kann ich vielleicht den Firmaschlag gleich ausprobieren. Ja, doch, macht er. Okay. Dann aber das, bin ich auch der Meinung, hatten wir schon gemacht, aber mir war jetzt nicht bewusst so nebenbei, dass er wirklich viel mal zuschlägt. Weil das irgendwie ziemlich schnell ging. Keine Ahnung. So, okay. Und ich nehme die Folge von heute für heute auf, deswegen überlege ich fast, ob ich die noch ein bisschen kürzer mache. Weil ich musste noch rendern und hochladen. Und dann im besten Fall für morgen auch noch mit aufnehmen. Aber große Krabbeln muss ich noch mal als gesamten Part bringen. Der wird aber auch ein paar Tage wieder verarbeiten. Oh, schwierig. Mach mal rein, viermal Schlag, zweimal Schlag. Wichtig jetzt. Nee, nicht aufwachen, lass mal. Sehr gut. So. Aber wir haben jetzt ein bisschen Limits noch gepusht bei Sid, was ganz gut war. Sehr gut. Nachkommen drauf. Sollte am besten nur Sid angreifen lassen, aber ich habe bei ihnen Angst, der macht doch da diesen K.O.-Schlag, wenn du Pech hast. Und dann fällt wieder einer um. So, genau. Denn Manek hatte nochmal eine Anleitung gebracht für Statusänderungen, wenn ich, also nur Status-Boost, wenn ich die vermehren will, was ich da machen müsste. So, das erste, was ich jetzt erstmal mache, ist hier mit ihm heilen. Schönschein. Ja, ich freue mich auch schon auf Final Fantasy 8. Das ist nicht das Thema, aber hier würde ich, wenn dann würde ich werden. Und Frontschweine kommt auch, da hatten wir 15 Parts hintereinander aufgenommen, falls da die Frage kommt. Das heißt, die Kommentare von der Aufnahmesession davor hatten wir mit eingearbeitet und die Kommentare, die jetzt reinkommen, werden dann quasi in 16 Parts aufgenommen. Aber super geil. Also ich fand die Aufnahmesession richtig Hammer. Richtig gut.
Wachsamkeit, Kraft, Zauber und so weiter sind Gegenstände, die du im Kampf nicht benutzen kannst. Wenn du diese vermehren willst, brauchst du ein paar Vorbereitungen. Du brauchst zwei Gegner in Klammern. Einen davon willst du zum Gegenstand morphen. Dann am besten ein einzelner Schokobo-Gemüse oder einen Trank im Menü nach ganz oben packen. Das Item, was du morphen willst, darfst du nicht im Menü haben. Zum Teufel. Also alles verbrauchen. Dann im Kampf den Gegner mit Morph auswählen, schnell mit Ben auf zweimal Objekt und das einzelne Item verbrauchen. Dann warten, bis Morph ausgeführt wurde und das Item nimmt Platz 1 ein. Dann einfach mit einem anderen Item wie gewohnt weitermachen, bis du 99 hast. Das würde ich, also gern Feedback geben, das würde ich dann nur machen, falls ich dann mit einem goldenen Chocobo erfolgreich war und das Ganze nicht ausreicht. Wäre das sinnig? So, das waren die Kommentare für Part 118. So, ich gucke jetzt hier, dass wir... Den müsst ihr mir erklären. Was sind... Nee, das war ein Gegenschlag, ne? Ja, das war ein Gegenschlag. Bäm! Voll auf die 12. Was? Warum lebt er noch? Wochenkraft. Sieht gar nicht so schlecht aus. Konnte ich den morphen? Impfstoff. Oh. So, da, okay. So, haben wir mit Sid das neue Limit ausgewählt? Ja, ne, da müssten wir alles haben. Ja, Hypersprung, genau. Und Limit-Ebene 2 ist fast voll, sehr gut. Wenn wir bei 3 sind, genau, können wir nämlich das letzte Limit, was wir schon haben, da den Gegenstand dieses... Ist das nicht auch irgendwie Hyper irgendwas? Haben wir auf jeden Fall im Inventar und dann hat er gleich seine 4 Ebenen. Dann macht das den Kampf gegen die Weapons nochmal erfolgreicher. Weiß nicht, ob es hier lang war. Ja, schön. Das war unser kleines Flugschiff. War das richtig? Nee, war es natürlich nicht. Ich habe gespeichert, ruhig. Kann man denn noch mal hoch? Ich weiß, das Problem hatte ich ja schon mal. Dein Manager schrieb, ich würde für die Weapons 99 Mega Elixier paar Hellentränke und dann halt die letzten Limitstufen empfehlen. Also doch gar nicht so hart. Bei Yuffie Stufe 3, das zweite bei Sid und Ben jeweils das letzte. Wie, das zweite bei Sid ist das stärkste oder was? Gut, und für Ben brauchen wir halt das aus der Arena. Dann noch viermal Schlag und das sollte klappen. Gibt auch eine Materie mit Final Attack, die solltest du leveln und dringend Phoenix. Phoenix auch mit leveln, ja. Phoenix hat man, glaube ich, jetzt mit drin, ne? Zum mit leveln. Das hat man, glaube ich, schon in Angriff genommen. So, okay, dann gehen wir wieder hier durch. Ah, ist halt super schwer zu erkennen. So. Sehr gefährlich, schrieb, die Weapons sind kein Muss, nur meine Vorbereitung auf die Weapons dauert 45 bis 60 Minuten, Angeber. Je nachdem, wie die Gegner im Sumpfgebiet spawnen. Ja, also da, ne, zum Leveln. Aber ich denke mal, da sind wir jetzt eigentlich mit dem Sumpfgebiet gut aufgestellt, ne, mit den Sachen, die wir jetzt haben und wie wir gedevelt haben. Oder nicht. Es kommt natürlich darauf an, wie du das Spiel spielen möchtest. Den Finalboss brauchst du an sich nicht mehr trainieren. Anders ist es bei Emerald und Ruby-Mappen. Doppelschlag und Mastern ist ein Hauptkriterium ohne Ritter der Runde. Und Ritter der Runde kriegst du ja, wenn du einen goldenen Schokobo hast. Wir haben alle auf dich gewartet. So wird man gerne empfangen. Oh. Hab fast vergessen, wie unser Team war. Hier, Yuffie. 79, ey. So. Ketziff, ja. Nicht Sid, sondern Ketziff.
Am Anfang meinte ich Sid, weil er verrät, aber Capesith meinte ich natürlich. Ja, schick. Voll toll. So, warte mal, was ich jetzt nochmal machen könnte, wäre es anordnen, ne? Ich bin mit Absicht jetzt zurückgestellt. Eigentlich muss nur, warte mal, was hier nochmal mit den bei Yuffie Stufe 3. Okay, das heißt, Yuffie muss auch noch Limit. Guck mal, Zit ist bald beim nächsten Limit, oder? Nee, war es das? Nee, nächstes Mal, keine Ahnung. Okay. So, jetzt muss man nämlich fliegen. Ja. Können wir hier drin eigentlich Bubu machen? Lass mich kurz überlegen. Guide habe ich offen für die fürs goldene Schokobo. Operation. Ich glaube, so oder so wäre es jetzt noch nicht so wichtig. Konntest du nicht? Ja. Dein Befehl PR speichern, RP. Das war nämlich das, müsste sein. Nicht mal ein Gasthausgebühren. So, was wir jetzt mal machen könnten an dieser Stelle, ist hier einen Speicherpunkt legen. So. Der Gefällde schrieb, bedenke, das Spiel ist von 97 und na klar, man kann das Spiel mit Emerald und Rubin unter 12 Stunden durchspielen. Aber in der Hinsicht muss man. Oha. Muss man auch mal wissen, wie lange habe ich immer um die 20 bis 24 Stunden gebraucht. Inzwischen spiele ich es in knapp 12 Stunden mit den beiden Batmans durch. Für damalige Verhältnisse ein unfassbar großes Spiel. Absolut. Also weiß auch nicht, ob da irgendwo Kritik von mir durchkam, aber wenn, dann war so nicht in die Richtung gemeint. Weil es allein die Minispiele sind schon besser als einige richtige Spiele. Dadurch, dass ich ja wirklich chronologisch alles anspiele, bin ich der Meinung, kann ich das auch ganz gut bewerten. Ne, hier muss das lang sein. Das ist ein absolutes Meisterwerk, das erkenne ich neidlos an. Also. Manchmal rege ich mich unnötig auf bei einigen Dingen. Es sagt euch auch so dieses, weil ich das halt irgendwie die Fortschritte machen will, was aber eigentlich auch dumm ist. Naja, auf jeden Fall. So. Ben, was willst du machen? Weiter. So, okay, das war jetzt mir schon mal die Kommentare von Part 119. Dann die Weltkarte habe ich oben offen. Und ausgezeichnete Schokobos gebe es. Zwei Rechner bedienen ist auch gerade ganz geil. Das war nämlich der falsche Knopf. Heißes Gas geben. Gasthaus zum Eiszapfen ist hier unten. Und davor gäbe es wohl Schokobos, ausgezeichnete. Und zwar. Die Spuren sehe ich die nur mit der Substanz oder auch ohne? Warte, ich versuche gerade die Karte für mich so ein bisschen zu übersetzen. Ja, wenn nicht, rüste ich das einfach aus und dann schon, ne? Jetzt warte mal, hier ist das grüne Nähe. Ungefähr hier so. Ungefähr hier so. Vielleicht sehe ich das auch erst, wenn ich absteige. Ich meine, wenn ich kämpfe, ein bisschen ist auch nicht so schlimm. Eine Höhle. So. Gasthaus zum Eiszapfen. Ne, muss hier so die Region sein. Okay. Weiß nicht, ob es richtig ist oder nicht. Weiß drei. Ich gehe mal hier auf weiter. Ja, Steuerung, ne? Das ist. Es ist halt auch nicht logisch aufgebaut, dass du. Ja gut, dass das halt nicht mit den Pfeiltasten machst, aber. Speichern, okay. So.
Jetzt gehe ich mal ins Menü. Ich hoffe, es war jetzt das Menü oder kann ich. Kann sein, dass ich hier nicht ins Menü kann. Okay. Was ich da natürlich machen könnte, da ins Menü gehen. Aber besteige hier erstmal aus. Aus. Muss ja raus. Kann ich hier nicht absteigen? Da war keine Kufen bei oder was? Hier? Gott, das ist ja viel zu lang der Part. Schönen Abend euch noch. Bis dann.